Wir waren ein Symbol der Hoffnung. Ein Anker des Lichts in einer Welt aus Chaos. Jetzt sind wir am Boden. Vernichtet von den Lügen unserer Feinde. Mein Sohn. Mein Erbe. Du bist der Schlüssel zur Erlösung. Nur du kannst das Licht zurückbringen. Nur du kannst den Thron zurückerobern. Willkommen zurück bei Final Fantasy XV. Bevor wir jetzt mit der Hauptgeschichte weiter voranschreiten, gehe ich nochmal schnell in den Schlafwaggon, rufe Umbra, drehe somit die Zeit zurück und begebe mich nochmal zurück nach Cap Caim und werde mal bei Cid vorbeischauen, ob wir nicht doch jetzt wieder Waffen modifizieren können. Umbra starrt dir direkt in die Augen. In Lucis Vergangenheit reisen? Altisse Vergangenheit reisen? Ja, in die Vergangenheit von Lucis wollen wir natürlich. Da befindet sich ja auch Cid. So, und da sind wir auch schon. Und das Handy klingelt. Noctis, könntet ihr vielleicht vorbeikommen? In Lied gibt es lauter Beben in letzter Zeit. Die Jäger suchen nach der Ursache, haben bis jetzt aber noch nichts gefunden. Okay, wir schauen mal. Der Glaube versetzt Berge, nach Hammerhead begeben. Das war natürlich Sydney, die angerufen hatte. Ach, darum können wir uns ja eigentlich bei Zeiten mal kümmern, aber erstmal gehen wir zu Cid. Der sollte eigentlich noch... Ja, wo ist er denn? Wo war er denn? Ich glaube, da oben war. Wie gesagt, wir sind ja jetzt mit Umbra wieder zurück in die Zeit gereist, in das alte Lucis. Zu diesem Zeitpunkt ist die Kanagi natürlich noch am Leben. Nein, verdammt, wo ist Cid? Er ist nicht da. Helden des Lichts! War das nicht eins deiner Lieblingsspiele? Ja, unter anderem wahrscheinlich. Der sogenannte Vorführeffekt, da will ich einmal zurück zum guten alten Mechaniker und dann ist er nicht mehr da. Die Frage ist jetzt aber, wo befindet er sich? Ist er jetzt in Hammerhead? Oder ist er gar an Bord der Yacht? Ich kann mich ja hier in dem Haus nochmal umschauen. Nee, hier ist er wahrscheinlich nicht, wa? Kann ich mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, entweder ist er, wie gesagt, auf der Yacht. Nee, übernachten wollen wir nicht. In Hammerhead oder sogar im Hafen von Altissia. Das ist jetzt eine gute Frage. Ich muss mir das nochmal bei den Aufgaben anschauen. Ah, ja. Er ist wieder in Hammerhead. Okay, dann ab zurück zum Regalia und dann begeben wir uns nach Hammerhead. Dadurch, dass wir in der letzten und vorletzten Folge natürlich auch mit der Hauptgeschichte so weit vorangekommen sind, dass wir jetzt eigentlich nach Tenebrae müssen, ist er jetzt natürlich auch wieder an seinen Ursprungsort zurückgekehrt. Anders kann ich mir das jetzt beim besten Willen nicht vorstellen. Ah. Tut gut, mal nicht töten zu müssen. Naja, Brunto, so oft machen wir das ja auch nicht. Ich weiß gar nicht, wurden die Chocobos zurückgesetzt? Ich glaube schon, wa? Da muss ich mir wieder ein paar neue mieten. Ja, genau. So, dann ab in den Regalia.
automatisches Fahren, Parkplatz, Parkplatz, Hammerhead. Wir überspringen das Ganze wieder. Ich werde das wieder an dieser Stelle cutten und dann geht's weiter, wenn ich an der Tankstelle bin. Ich liebe diesen Laden. So viel Autozubehör. Ja, für einen Technikfreak wie dich sicher toll. Hey, wie wär's mit einer Pause? Auf geht's. Wie ihr seht, wir sind jetzt in Hammerhead angekommen. Max, und Sid ist natürlich schon. Hier. Prächtig. Ich zauber euch was Schönes draus. Aber es geht immer noch nicht. Sid, warum kannst du uns noch keine Waffen herstellen? Ich habe doch alles gemacht bei den Aufgaben. Ich verstehe das gerade nicht. Hier steht ja auch in Klammern, erfülle andere Aufgaben und Jagdaufträge, sobald Sid die Modifikation begonnen hat. Um ihm Zeit zu geben. Ja, gut. Aber irgendwie haut das nicht hin. Oh wow, ein Testrennen. Hier in Hammerhead ist echt immer was los. Na, der Regalia ist ein erstklassiger Wagen. Aber bei so einem Rennen kommt es auch auf die Fähigkeiten des Fahrers an. Nackt, ich kenn. Oh, du bist der Freund von Sid. Mal gucken, hat er irgendwas an neue Infos für uns? Ihr sucht also Antworten. Ja gut, das hatten wir eigentlich alle schon. Geht ihr für uns auf die Jagd? Okay. Sollten wir jetzt noch ein paar Jagdaufträge machen? Ich weiß es nicht. 16.000 Gil kriege ich dafür. Ich nehme die einfach mal an. Also, mutig, mutig. Weiß das zu schätzen. Den Behemoth, den kann ich noch nicht besiegen. Obwohl das ab Stufe 47 ist. Keine Ahnung, warum das grau unterlegt ist. Was hat er denn auf der Speisekarte? Angriffskraft. Ja. Jambalaya. Nehmen wir das mal. Schon unterwegs. Das sieht schmackhaft aus. Satt gegessen? Sehr schön. Ich bin wirklich gerade ein wenig irritiert, warum das mit Sid noch nicht so funktioniert. Ich werde jetzt mal einen weiteren Jagdauftrag machen. Ich glaube, einer davon ist hier ganz in der Nähe. Genau, den markieren wir uns gleich mal. Wir rufen uns gleich mal die Chocobos. Und dann machen wir einfach mal also ein, zwei Jagdaufträge. Denn da stand ja auch, wir müssen irgendwelche Aufgaben machen. Oder irgendwelche Aufträge erledigen. Abmarsch. Und ich bin mal gespannt, wenn ich das jetzt gemacht habe, ob das dann hinhaut. Ich reite voraus. Weil das kann ja nicht sein. Ich habe ja hier ewig jetzt Jagdaufträge schon gemacht, seitdem ich die angenommenen Aufträge da hatte bei Sid. Und in der Hauptgeschichte sind wir natürlich auch ein ganzes Stück vorangekommen. Ich wundere mich gerade, warum er uns diese neuen Waffen nicht zur Verfügung stellt. Oh, ist hier was aufgetaucht? Ja, ein Wolframator. Na komm, den nehmen wir gleich mal mit. Wie lautet der Plan? Frontal Eisengigant. Na gut, ich umgehe sie und greife von hinten an. Vorsicht! Oh, verdammt. Ich habe einen Plan. Fass dich kurz. Qualität braucht Zeit. Ignis, los! Eine Schwachstelle. Oh, das war natürlich geil. Das ist jetzt diese neue Angriffssache, die Ignis da am Start hat. Ach du Scheiße, ist das wieder Magitech? Ein Teamlink ist verfügbar. Bei wem denn? Achso, bei dem hier unten.
Ja gut, kann ich das jetzt machen? Okay, bei dem machen wir also jetzt einen Teamlink. Ich hoffe, das klappt so jetzt, nachdem wir diese Jagdaufgabe gemacht haben, dass Sid endlich die Waffen herstellen kann. Denn das wohnt nicht wirklich. Trophäe erhalten, 4 Freunde außer Rand und Bandstechen, was soll das heißen? Putz deine Brille. Danke für den Tipp. Oh, 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 oh. Ach, machen wir mal Rückstoß. Meine Schwachstelle. Ja, deck die Schwachstelle mal bitte auf. Wie ich euch bereits mal gesagt habe, ja, wenn wir uns nachts aufhalten draußen in der Gegend, dann kommen natürlich auch stärkere Gegner. Gut, der Eisenbieter ist jetzt kein gerader Messer, aber er bringt schon einige Erfahrungspunkte. Ich hätte das gerne noch schneller beendet. Ja, so viel zum Thema das mit den Waffen. Das hätte ich jetzt auch gerne ganz schnell mal beendet. Schobi mal wieder rufen. In die Gegenwart zurückkehren. Beim Übernachten kannst du Umbra rufen und dich in die Gegenwart zurückkehren. Die Jagdsaison ist eröffnet. Hey, wir bekommen Besuch. Los jetzt! Du bist ja richtig erfahrt. So bin ich halt. Also dann. Reicht eine Minute? So lang brauchen wir nicht. Eigentlich wollte ich ja in der Folge nur schnell zu Sid zurückkehren und dann, wie gesagt, die Hauptgeschichte vorantreiben, aber... Wie denn da? Irgendwie geht das nicht. Lassen wir die Waffen sprechen. Die Magitech-Typen nerven. Hey! Lass den Quatsch! War keine Absicht. Los! Eine Schwachstelle! Mein Auftritt! Das war einfach. Ja, zu einfach, wa? Ach ja, naja gut, wie bereits erwähnt, eigentlich war mein Plan für diese Folge nur schnell zu Sid zurückzukehren, endlich die neuen Waffen in Empfang zu nehmen und dann die Hauptgeschichte weiter voranzubringen, aber irgendwie... Ja, irgendwie soll das nicht hinhauen. Habt ihr ja gesehen. Er sitzt da feuchtfröhlich in seinem Stühlchen und macht nichts. Aber da vorne ist der Jagdauftrag. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich so hinhaut. Aber vielleicht muss ich sogar noch in dieser Gegenwart einmal übernachten, damit das zählt. Aber, naja gut, mal abwarten. Wir probieren es einfach mal aus. Wie gesagt, wir machen jetzt erstmal diesen Jagdauftrag. Feindliche Verstärkung. Das sind Gegner der Stufe 39. Eine Schwachstelle. Oh, den hätten wir aber verbrannt. Der ist schon ein bisschen verkohlt. Seht ihr das? Zu spät. Oh, verdammt. Hab ich zu spät Kreis gedrückt. Da wären wir also. Na gut, die Gegner machen jetzt optisch nicht so doll was her, aber vom Level her halten sie doch ganz schön was aus. Leg los, Pronto! Nein, nicht auf den Pronto, auf den anderen. Oh, ich wollte doch auf den anderen, den hatte ich doch schon angeschlagen. Genau, auf den hier. Was sein muss, muss sein. Los geht's. Wie ist's hiermit? Ist okay? Ignis, los! Eine Schwachstelle. Umso öfter ich die Kombinationsgabe von Ignis mache, schweres Wort. Umso schneller steigt natürlich auch dieser Skill von Ignis Stufenlevel. Schluss mit lustig! Aber die Gegner halten ja echt ganz schön was aus. Mach dir um mich keine Sorgen. Gut, wenn du meinst. Gut, einen hätten wir schon mal niedergeworfen. Dann machen wir auch ein bisschen mehr Schaden. Ignis! Eine Schwachstelle!
Ihr seht ja, am Tage kommen nicht so oft Magitech-Soldaten, die da abgeworfen werden. Ah, Warpflucht. Gut, diesmal ist es mir gelungen. Eine Schwachstelle. Oh, wir könnten wieder eine Beschwörung rufen. Na gut, machen wir mal. Warum auch nicht, ne? Mal gucken, wer diesmal kommt. Mit einem großen Knall geht alles zugrunde. Dann bin ich jetzt mal gespannt, ob Sid sich jetzt dazu hinreißen lässt, die Waffen zu modifizieren. Joey, mein Bester, auf geht's. Los, Kleiner. Ah, ich wähle mal etwas andere Musik. Welches Album wähle ich denn? Oh ja, von Final Fantasy 13, das Intro, The Promise. Und da vorne kommen schon wieder ein paar Magitech-Soldaten. Also ich glaube, wir werden in dieser Folge dann nicht die Hauptgeschichte vorantreiben, wahrscheinlich auch nicht in der nächsten Folge. Ich werde mich hier noch ein bisschen in dieser Gegenwart aufhalten, ein paar Jagdaufträge machen und ein paar Nebenaufgaben. Es macht einfach mehr Spaß, weil einfach jetzt nur noch straight die Hauptgeschichte weiter voranzutreiben, ist natürlich auch ein bisschen blöd. Ist das lästig. Klappe zu, Monster tot. Ich hatte das eigentlich anders geplant, aber es kommt natürlich immer alles anders, als man denkt. Wir machen jetzt mal noch einen Teamlink. Der Gegner ist zwar fast down, aber was soll es? Roger! Lauf da! Alles klar! Beeindruckend! Wir verstehen uns! Wie fandst du das? Sauber! Oh, da hatte ich den Glatz seinen Helm weggeschlagen. So, Joby mal wieder rufen. Ach, ist das nicht schön, bei Final Fantasy 15 rumrennen mit der Musik von Final Fantasy 13. Ach, wie ich das liebe. Das weckt echt Erinnerungen. Ich hoffe ja, dass die Final Fantasy 13 Trilogie auch noch als Remaster demnächst auf der PlayStation 4 irgendwie erscheint, weil das würde ich ganz gerne aufnehmen. Wir bekommen Besuch. Das schaffen wir doch locker. Denkst du, ja? Nacht, wo hast du das denn gelernt? Wo ist denn Shobi schon wieder hin? Eigentlich wollte ich doch ganz schnell vorankommen, aber irgendwie... Ja, irgendwie geht's mal wieder nicht, denn guckt euch an, was da kommt. Oh ja, mal wieder welche mit einem Fahnenträger. Manchmal hinterlassen diese Flugschiffe auch ein paar Mechs, aber das kommt eher selten vor. Oh mein Gott, ich bin fast im Eimer. Ade, kommt mit dir. Das geht zu weit. Na, das geht zu weit. Habe ich nicht gerade Viereck gedrückt? Ich möchte sagen, ich habe Viereck gedrückt. Hey! Was für ein Zeug ist! Was sein muss, muss sein! Gut, das war's. Naja, ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. Ich wette, wenn ich jetzt wieder Joby rufen würde, dann kommen wieder ein paar Gegner. Daher laufen wir erstmal ein Stück.
Ist natürlich toll, dass so oft Gegner hintereinander auftauchen, gebe ich gerne zu. Aber gut, das sind jetzt nicht so eine Hardcore-Gegner. Aber um nochmal drauf zurück zu sprechen zu kommen. Wenn wir diesen Mech besiegen, kriegen wir auch einen Haufen Erfahrungspunkte. Und wir kriegen unter anderem auch einen Haufen Erfahrungspunkte für diesen Kaktor. Nord! Feindliche Verstärkung! Guckt euch das an. 8000, ist das nicht geil? Und siehe da, da oben kommen schon wieder Magitek-Leute. Ja, diese Kaktoren, die tauchen nicht oft auf, aber... Ja gut, er liegt da, wie man Kaktor halt kennt. Ja, das ist die Pose, die Kaktor nun mal drauf hat. Seltsame Kerlchen. Los geht's! Man kann natürlich auch noch andere Waffen nehmen. Unter anderem, wie gesagt, hier variieren mit den Schwertern des Königs, aber die Schwerter des Königs ziehen natürlich einen Haufen LP ab. Daher verwende ich die nicht so sehr oft. Sie machen natürlich einen Haufen Schaden, aber wie gesagt, es kostet einfach dauerhaft LP. Ausgezeichnet. Bist ja richtig in Fahrt. Aber hallo. Klingt, als würd's dir blendend gehen. Na, wir machen mal andere Musik rein, wa? Obwohl, das war auch toll. Oh, was haben wir denn da vorne? Eine Sammelstelle oder was ist das hier? Final Elixier. Jetzt leg ich los! Übernimm dich bloß nicht! Oh, einfache Gegner. Da kriegen wir durch Warp-Angriffe immer viel Fertigkeitspunkte. Und das war's auch schon. Jetzt rufe ich aber Chobi. Mal wieder. Also dann? Bin jetzt mal gespannt, ob das hinhaut. Oder treffen wir hier gar noch einen Kaktor? Das wäre ja geil. Ich meine, 8000 Erfahrungspunkte, die sind echt leicht verdient, ja? Wenn man den Kaktus dann trifft. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt so schnell wieder gespawnt wäre, hätte ich jetzt den Kampfschauplatz verlassen, aber naja gut. Kann man da ja nochmal ausprobieren. So, die Musik ist, glaube ich, fast vorbei. Es hatte sich so angehört. Nein, es nicht. So, wir geben erstmal den Jagdauftrag ab. Oh, was darf's heute sein? Beeindruckend. Hast du vielleicht noch einen neuen Jagdauftrag? Wollt ihr was essen? Unsere Jagdziele. Ah, ja. Die Riesenschlange aus der Tiefe. Wenn der Magen knurrt, wisst ihr Bescheid. Dann kommen wir vorbei. Was haben wir hier denn noch an Musik am Start? Mal irgendwas sehr Bekanntes reinnehmen. Vielleicht aus Final Fantasy VII oder so? Es ist natürlich ein Haufen neue Musik dazugekommen. Tomb Raider Original Soundtrack Main Theme. Naja gut, das muss jetzt nicht sein. Na komm schon, wo ist denn das Bekannte? Ja gut, das ist Final Fantasy I, aber ich möchte gerne Final Fantasy VII haben. Ah, ich glaube, wir sind dicht dran, ne? Ah, ja. Das gute alte Main Theme von Final Fantasy VII. Wer kennt es nicht? So, Sid, kannst du uns jetzt vielleicht helfen mit den Waffen? Prächtig. Ich zauber euch was Schönes draus.
Nö, kann er nicht, will er nicht. Ich habe echt keine Ahnung, warum er das nicht möchte. Dann mache ich einfach mal noch einen weiteren Jagdauftrag. Und zwar machen wir mal... Ja gut, was könnten wir denn machen? Die anderen sind ziemlich weit weg, wa? Die kommen auch nur tagsüber bei Regen und die anderen kommen nachts. Wir machen mal diese Schlange hier. Die hat Stufe 58. Könnten wir eigentlich mal ausprobieren. Aber da muss ich wieder in dieses Aquädukt da unten rein. Aber gut, das machen wir jetzt einfach mal. Los, Kleiner. Mich wurmt es einfach, warum sagt der Wetterbericht? Der die Waffen nicht herstellt. Und steigende Temperaturen. Schön. Ich meine, wie oft soll ich denn jetzt hier noch Nebenaufgaben machen und Jagdaufträge, damit der endlich sich mal aus seinem Stuhl bequemt und uns die Waffen modifiziert? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich habe von oder vor geraumer Zeit einfach mal diese Aufträge angenommen und wir können sie immer noch nicht abschließen. Aber ich möchte sagen, fehlen uns vielleicht sogar die Items dafür, dass er es deswegen nicht macht, aber wäre jetzt eine Möglichkeit, ja? Die sollte man mal in Betracht ziehen. Ich höre Magitech-Motoren. Echt, ja? Nicht so trödeln! Na, wie viel kommen denn da raus? Dann nehmen wir die gleich mal mit. Wenn da jetzt wieder nur drei rauskommen, womit ich rechne. Wir sind in der Unterzahl. Erledigen wir sie einen nach dem anderen. Naja, gut, das sind fünf. Machen wir mal. Ohne Strategieblatt machen. Oh, wo kommt der denn her? Nord, bist du gerade. Du hast nichts gesehen. Stimmt nichts. Na, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Das war's. Nimm das! Na, auf welcher Seite stehst du? Sorry. Ach, da können wir wieder einen Teamlink machen. Verschwinde! Wie schmeckt dir das? Kommt du los! Na klaro! Na geht doch! Roger! Oh, auf da! Alles klar! Brillant! Verdammt flink. Alle fit? Und wie? Weiter geht's. Oh, da vorne sind ja nochmal welche. Können wir gleich mal mitnehmen. Ja, und wie ich bereits sagte, es könnte natürlich auch daran liegen, dass wir diese Waffen unter anderem noch gar nicht herstellen können, weil mir die Items fehlen, aber... Ich führe dieses Mal. Brauchen wir keine Strategie oder sowas? Wir haben eine. Wir vernichten den Feind. Mindestens 3300 Punkte. Denk dran, auch der Gegner hat Angst. Leichter geht's nicht. Wie kannst du das? Gute Arbeit. Das ging schnell. Ja. So ist das nun mal. Naja, gut, egal. Um nochmal drauf zurückzukommen, und ich glaube, ich habe das jetzt schon zum dritten oder vierten Mal erwähnt. Wie gesagt, es könnte sein, dass die Items fehlen, aber ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, denn unter anderem konnten wir diesen Auftrag annehmen, aber was hat er ja gesagt, dass uns was dafür fehlt? Eigentlich möchte ich sagen, wir konnten diesen Auftrag auch nur annehmen, weil wir diese Items haben. Lassen wir die Waffen sprechen. Und es dann nur eine gewisse Zeit dauert, bis er sie herstellt. Nochmal ein Teamlink? Na klar. Ab dafür! Nimm das! Teamlink! Voller Erfolg! Teamlink? Also ich finde den Namen eher peinlich. Naja, aber so heißt das nun mal, Gladio. Weiter geht's. Ja. Ganz hey, genau. Nord, über dir. Oh nein, nicht schon wieder. Magitech Motoren. Ah, kommen da wieder nur drei oder fünf raus? Ich muss mir das wirklich gut überlegen, ob ich die wieder mache. Ein Herz für Tiere? Oh, wo kommt der denn her? Nicht jammern. Kämpfen. Na gut, das sind nur drei oder vier, glaube ich. Ja,
Ja. Das lassen wir erstmal. Wo ist denn Chobi hingerannt? Der gute alte Chobi ist schon wieder weg. Ein pelziges Riesenhorn. Ja, hier einfach so durch die Einöde zu laufen ist natürlich manchmal auch langweilig. Ja, aber gut, wenn so viele Leute, so viele Gegner denn kommen, dann geht's ja eigentlich. Aber immer die gleichen, diese Magitech, das ist ein bisschen blöd. Also ich hätte mir das gewünscht, dass öfter Gegner kommen. Also es kommen ja relativ oft jetzt Gegner, aber halt immer dieselben Scheißviecher. Und die bringen in meinem Falle natürlich nicht so viel Erfahrungspunkte. Das wird eine tolle Farbe abgeben. Das liegt natürlich unter anderem auch daran, dass wir uns jetzt in dem allerersten Gebiet aufhalten. Hier kommen natürlich auch Gegner, die nur Level 1 bis 8 oder so haben. So, Chobilein. Dann komm mal ran. No, du bist aber flink. Also dann? Bis dann! Das ist unter anderem die Musik aus Final Fantasy VII. Die allererste Mission, wo Cloud vom Zug springt und das erste Mal Barrett trifft. Nacht. Von Avalanche. Ich höre Magitech-Motoren. Ja, ich weiß, ich kann sie bald nicht mehr hören, Ignis, sag ich dir ganz ehrlich. Das geht mir dann doch schon auf den Sack. Haben wir hier in der Nähe noch irgendwo anders irgendwelche Gegner? Ich muss mich mal hier vorne ein bisschen umschauen. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Ich mache ja unter anderem die Folgen auch gerne mal etwas länger. Mal schauen, was hier vorne so auftaucht. Hm. Hier taucht gar nichts auf. Na, dann laufen wir jetzt erstmal hier querfeldein. Wir wollten ja sowieso noch diesen einen Jagdauftrag machen. Na, wo ist denn? Ja, genau. Das habe ich gesehen hier. Mir ist nach einem Nickerchen. Oh, wie gerne ich immer diesen Soundtrack gehört habe, nebenbei, wenn ich immer irgendwas anderes gespielt habe. Also wenn ich jetzt nicht direkt hier was für YouTube aufnehme, habe ich immer gerne beim Rollenspiel spielen, kann man das so sagen, immer gerne diese Soundtracks gehört von den verschiedensten Final Fantasy Teilen. Diesmal gebe ich die Befehle. Das aber ist ja geil. Kurz. Und auch für mich verständlich. Das war heftig. Okay, die mache ich immer mit einem Mal fertig, glaube ich. Jedenfalls mit einem Raubangriff, also die normalen Infanterie-Truppen hier, kriege ich dadurch ordentlich SP-Punkte. Deine Zeit ist rum. Okay, wenn man keine MP mehr hat, geht's natürlich nicht. Schießwütiger Schrott! Ja, hier bin ich! Keiner verletzt, wie es scheint. Dann wollen wir mal weiter. Ja, genau, wir gehen weiter, aber wo geht denn das hier nochmal in dieses Aquädukt rein? Ach so, genau, hier. Ich hoffe, der Gegner ist nicht ganz unten am Ende, wo eigentlich dieser Endboss immer kam. Denn dort unten kann man sich auch verlaufen. Aber ich habe ja eigentlich alle Wege schon geöffnet. Eigentlich müssten wir auf kürzesten Wege nach unten gelangen. Aber gut, was heißt eigentlich, ja? Mal schauen, wie es läuft. Klettern wir erstmal runter. Los, gehen wir. Verlauf dich nicht, Noct. Selber. Ich mach's Licht an. Gute Idee. Und das ist ein ganz anderes Feeling, jetzt hier unten zu sein mit dieser Musik. Und ja, meine Vermutung bestätigt sich.
Der Boss ist ganz unten. Scheiße, verdammt. Wie lästig. Aufgepasst. Aus meinen Augen. Ich weiß gar nicht, kommen hier nicht diese Gegner, die sich Ashamura nennen oder Yojin? Hast du den Guten schon vergessen? Keine Absicht. Nein, 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 nein. Da haben wir auch schon Yojimbo. Ich hab mir schon gedacht. Aber dem müssen wir echt aufpassen. Ah, scheiße. Der haut ordentlich rein. Oh, verdammte Axt. Gleich mal einen Heiltrank nehmen. Mein Fehler. Nimmt er den jetzt? Ja. Das machen wir mit der Kombinationsgabe. Passt du überhaupt auf? Ja. Er ist also gegen Eis empfindlich. Jetzt! Verlass dich drauf! Hasta la vista! Haben wir gerade daneben geschlagen. Los! Ach du Scheiße. Vor allem. Du bist ja richtig in Fahrt. Kinderleicht. Oh Mann, hab ich vielleicht einen Durst? Ich bin am Verhungern. War ja auch ein harter Kampf. So, wir gehen das mal weiter runter. Und da unten ist nochmal ein Yojimbo. Na ja, gut, die Erfahrungspunkte nehme ich aber gerne mit. Man muss nur ein bisschen aufpassen bei dem. Oh, 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 oh. Okay, wir hauen mal ein Elixier rein. Ich muss unbedingt meine Max-LP wieder aufladen. Oh, scheiße, das konnte ich nicht mehr blocken. Ade! Ah, ich lade den Balken mal auf für die Kombination, dass wir von Prompto Durchschuss machen können. Scheiße, wenn ich bis dahin überhaupt komme. Um diesen Schwertspinner kümmere ich mich. Ach Quatsch, Rückstoß meine ich ja, nicht Durchschuss. Auf dich ist Verlass. Wir hätten natürlich wieder eine Beschwörung machen können, aber das brauchen wir ja nicht. Und es geht weiter runter. Ist das lästig? Klappe zu, Monster tot! Verschwinde! Ach du Scheiße, habe ich einen Haufen LP verloren, wo ich hier unten aufgeklatscht bin? Kann das sein? Nein, 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 nein. Du kommst schon, Noct. Nimm mal den Heiltrank, bitte. Danke. Ist okay? Ja, ich komm klar. Noct hat voll den Lauf! So bin ich halt. Naja, ob man das einen Lauf nennen kann, ich weiß ja nicht, Prompto. Weiter so, Noct. Yep. Das war's dann wohl. Ich glaube, ich hab den Dreh jetzt raus. Ja, ich auch. Meinst du das ernst? Ich meine, echt? Meinst du wirklich? So, jetzt gilt es natürlich nur noch, den richtigen Weg zu diesem Jagdauftrag zu finden. Ich habe euch ja gesagt, das könnte hier unten ein kleines bisschen dauern, um diesen Gegner natürlich zu finden, ja? Ah, komme ich jetzt hier vorne rum? Nee, komme ich nicht. Scheiße. Wo ist der Weg? Ich habe mir schon fast gedacht, ich bin, glaube ich, falsch gelaufen, wa? Ja, mal gucken. Nee, falscher Knopf. Wir sind jetzt auf dieser Ebene. Verdammt, wie komme ich da hin? Ich glaube, ich muss wieder ein Stückchen zurück. Und auf einer anderen Ebene dann einfach abbiegen. Wir nehmen natürlich wie immer hier alle Gegner mit, auch wenn es nicht so sehr viel Erfahrungspunkte bringt, aber machen wir einfach mal. Ade. Da waren wir also.
so eng hier. Kann das Schwert kaum schwingen. Wie du triffst, einmalig. Ignis, los! Meine Schwachstelle. Na, wollen wir uns hoffen, dass es auch eine Schwachstelle ist. Haben wir jetzt alle verkohlt? Geil. Schluss jetzt! Mal gucken, sind wir jetzt hier auf dem richtigen Weg oder nicht? Der Gegner ist dort drüben. Nein! Nein, jetzt bin ich hier wieder runtergefallen. Oh, verdammt. Ich hätte irgendwo hochklettern müssen. Oh, jetzt kann ich den ganzen Weg nochmal laufen. Ach nee. Da bin ich eben hochgeklettert, schon klar. Aber ich muss von hier ja auch weiter irgendwie wieder nach oben kommen. Ich darf nur nicht zu weit nach vorne laufen. War hier nicht irgendwo mal eine Leiter? Genau. Hier war noch eine Leiter. Dann ein kleines Stückchen hoch und dann sind wir vielleicht sogar auf der richtigen Ebene, um dann zu dem sogenannten Jagdauftrag zu kommen. Aber was weiß ich schon. Ich wette, ich verlaufe mich wieder. So, dann hangel dich mal hier rüber, Noctis. Hätte ich diesen Jagdauftrag bloß nicht angenommen. Ich habe ja schon gewusst, dass es hier wieder so eine haarige Angelegenheit wird, das Teil zu finden, aber... so bescheuert. Genau, denn hier rüber... Oh, jetzt müssen wir hier wieder vorsichtig laufen. Oh, die Kamerasicht ist auch so beschissen. Wir müssen jetzt hier echt aufpassen beim Balancieren. Ihr seht ja, der Prinz ist nah dran abzuschmieren. Oh, jetzt ist die Kamerasicht natürlich etwas besser. Jedenfalls für meine Verhältnisse. Aber ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Wir müssen eigentlich quasi das Dungeon nochmal durchlaufen und bis zum Schluss... wieder hinunterklettern, wo der eigentliche Boss früher gewesen ist. Denn dort ist auch der Jagdauftrag. Ich möchte sagen, so war das. Ach, diese Viecher. Aber die bringen, glaube ich, schon wieder ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Scheiße, verdammt, ich sehe gar nicht mehr durch. Kann niemand das Licht anknipsen? Na komm, alles wir machen klar. Mal eine Beschwörung. So, das war's dann natürlich. Sehr schön, dass die Beschwörung auch bis hier unten durchschlägt. So, und jetzt müssen wir natürlich genau gucken, wo geht es weiter zum Jagdauftrag? Sind wir hier richtig? Es sieht ganz danach aus, glaube ich. Jawohl, da ist er. Was ist das denn für einer? Ich glaube, der kann uns sogar versteinern. Das hat er reingehauen. Gleich mal ein Elixier reinhauen. Na, ich wollte doch die...
Oh, verdammt, 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 verdammt. Nee, ich wollte eigentlich, wie gesagt, meinen Finisher reinhauen. Jetzt geht's ab. Mal gucken, wie die Schaden mal aussehen. Meine Schwachstelle. Los geht's, Leute. Das beenden wir mit der Exekutive. Na, geht doch. Wie ihr seht, wir haben ordentlich Schaden gemacht. Hauptsache, wir werden nicht versteinert oder so. Meine Schwachstelle. Na, das hast du schon mal gesagt. Das geht eigentlich. Ich hätte mir das etwas schwieriger vorgestellt. Ich lade das mal ein bisschen auf, bis wir wieder vom Prompto den Rückstoß reinhauen können. Jetzt hätte man erstmal zertrümmert. Sehr schön. Jetzt hätte ich Scheiße, jetzt können wir es machen. Ich habe schon gedacht, wir können den Rückstoß nicht ausführen. Einwandfrei, Prompto! Eine Schwachstelle. Naja. Die hat er gleich nicht mehr. Brillant. Kinderleicht. Jawoll. Den hätten wir zur Strecke gebracht. Und der war gar nicht so klein. Ist bei uns nicht genauso wie bei Ritter des Königs? Hä? Vier Typen, die gemeinsam kämpfen. Dann habe ich eine Stärke von 5 Sternen. Keine Chance. So einen Wert kann nur ich haben. Ja, ist jetzt egal, wer hier 5 Sterne hat, Jungs. Wir wollen einfach jetzt nur noch wieder hier raus. Einfach nur wieder das Dungeon verlassen. Aber kann ich das nicht machen, indem ich auch zum Regalia zurückkehre? Aus dem Dungeon heraus? Ich glaube, wir können auch wieder zum Anfang einfach so zurückkehren. Muss ich gleich mal ausprobieren. Ich glaube, das war möglich. Mal gucken, wie ging denn das? Zurück zum Eingang. Genau, das machen wir mal. Na, das ging noch relativ schnell. Dann nur noch nach Hammerhead diesen Jagdauftrag abgeben und hoffen, dass Sid eventuell die Waffen modifizieren kann, wovon ich aber nicht ausgehe. Warum auch immer. Mich wundert das einfach und mich wurmt das auch einfach, dass das nicht geht. Ich möchte diese neuen Waffen haben, denn unter anderem machen die viel mehr Schaden, aber wenn ich sie mir nicht herstellen kann, weil der alte Zausel dazu einfach nicht bereit ist, das zu machen, ja gut, da sind mir natürlich auch die Hände gebunden. Aber wir werden, wie gesagt, in den nächsten Folgen wahrscheinlich hier in Lucis noch einige Nebenaufgaben machen, einige Jagdaufträge und dergleichen, denn es ist einfach, es macht einfach mehr Spaß, sagen wir es so. Es macht mir Spaß, vielleicht habt ihr dann auch mehr Spaß zuzugucken, anstatt nur straight die Hauptgeschichte voranzutreiben, weil das ist wirklich einfach langweilig. Ab Kapitel 10 oder ab Kapitel 9, nachdem wir Altissia verlassen haben in Richtung Tenebrae, ist es wirklich nur noch linear gestaltet, dass wir Stück für Stück uns durch Tenebrae Richtung Niflheim, also in der Region Niflheim, da so durch die vereinzelten Schauplätze echt durchschlagen. Hier. Ja, und das stimmt. War's dann. Und hier können wir, wie gesagt, noch in der schönen Landschaft rumrennen. Wir können Nebenaufgaben machen, wir können noch ein paar Jagdaufträge machen und vielleicht modifiziert ja dann doch Sid irgendwann mal die Waffen für mich. Und natürlich nehmen wir diesen Gegner auch mal gerne mit. In diesen Klopper kommen wir niemals an! Ja, aber sicherlich. Das ist doch bloß ein Eisengigant. Oh. Lass mal der Chocobos in Ruhe. Na komm, so viel hat er nicht mehr. Meine Schwachstelle. Mal Kombinationsgabe rein. Los! Zum Befehl! So langsam geht er auf dem Zahnfleisch. Beenden wir's. Zeigt keine Gnade. Oh, jetzt spielt er hier nur noch sehr schlechte Sicht. Putz deine Brille. Danke für den Tipp. Ja, putz aber deine hallo. Brille. Ich wundere mich gerade, warum hier nur Eisengiganten auftauchen, aber das ist wahrscheinlich... Hey, Nocht, über dir!
deswegen, weil wir uns wirklich? In der Gegend schon der... Ihnen wird hören und sehen Tankstelle aufhalten. Also hier kommen ja auch die ersten Gegner. Also hier kommen nicht so eine starke Gegner. Ja, los, kommt mal runter da, Jungs. Kennen wir ja alle schon. Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Ja gut, ein Supertrank muss her. Wenn sie uns runterschlagen, bis zum geht nicht mehr, muss ein Supertrank her. Eigentlich bringt das nicht wirklich was jetzt mit dem Team Link, jedenfalls bei diesem Gegner, weil er ist ja schon down. Und die anderen kriegen natürlich nicht so viel Schaden ab. Ausgezeichnet. Du bist ja richtig in Fahrt. Aber hallo. Das geht so weit. War ein Ausrutscher. Unter anderem könnte ich ja auch mal versuchen, in den nächsten Folgen noch ein weiteres Dungeon zu machen, was unter anderem dann auch dazu bestimmt ist, ein weiteres Königsschwert zu erhalten. Unter anderem war das, glaube ich, das Dungeon der Küstenmarkturm. Das könnten wir mal in Angriff nehmen, aber ich glaube, das war ein Dungeon für Level 60 oder 70. Was ist jetzt hier aufgetaucht? Ein Goblin. Und ein Eisengigant. Oh nein, ein Wolframator! Meine Theorie bestätigt sich also doch nicht, dass wir uns hier in der ersten Gegend aufhalten und hier dann nicht so einen starken Gegner kommen. Siehe da, am Wolframator. Er kommt nämlich. Um diesen Schwertschwinger kümmere ich mich. Hier geht's. Mit Kombinationsgabe bitte, wenn's rein darf. Aranea kommt auch noch, sehr geil. Mensch, heute wird ja hier einiges geboten. Hallo. Du hier? Purer Zufall. Seid ihr bereit? Jo. Ja. Yep. Daneben. Wenn ich ehrlich bin, ich habe ihn gar nicht mehr durchgesehen. Ich habe einfach nur noch draufgeschlagen. Ignis, los! Eine Schwachstelle. Aber irgendwie scheint die Kombinationsgabe von Ignis nicht so wirklich Stufen aufzusteigen. Ich meine, ich habe die schon relativ oft gemacht, aber... Es bringt irgendwie nichts und irgendwie brennen wir auch alle. Ihr seht ja rechts bei den Namen, diese Feuersymbole. Gleich haben wir es, Leute. Naja, das habe ich auch gesehen, Gladio. Na komm, meine einer geht noch. Wenn wir jetzt reinhauen, schaffen wir es. Alles oder nichts. Konto, überlass das mir. Das war's. Na, ich glaube, der ist gleich hin. Ast rein. So muss das laufen. Na, gibt's gar keine Erfahrungspunkte? Wir leben noch. Das muss gefeiert werden. Hab euch wohl unterschätzt. Gab es gar keine Erfahrungspunkte oder habe ich das nur nicht mitbekommen? Ja, Aranea hat die Gruppe wieder verlassen, aber... Gab es keine Erfahrungspunkte? Chobi? Mach mal, dass du hier an Land kommst, bitte. Wir wollen schnell zurück nach Hammerhead. Oh nein. Aus meinen Augen. Großartig noch. Naja gut, komm, den nehmen wir noch mit. Verdammte Axt. Ignis, eine Schwachstelle. Ignis, konzentrier dich auf den Feind. Na, macht er doch. Jetzt haben wir ihn eingeeist. Er greift ja mit Feuer an, also ist seine Schwachstelle Eis. Haben uns wohl etwas übernommen. Jemand, naja, noch nicht ganz. Oh, verdammt, noch ein Heiltrank. Keine Gnade. Wir zeigen ja hier auch keine Gnade. Also dann... Nein, lass mich los.
Komm, ich sehe nichts. Ade! Verschwinde! Ignis! Eine Schwachstelle! Ist okay. Oh, verdammt, ich wollte gerade den Supermove reinhauen. Na bitte, geht doch. Los geht's, Leute! Und das beenden wir natürlich mit der Exekutive. Jetzt stand die Erfahrungspunkte auf einmal da. Unglaublich. Dein Ego ist echt unglaublich. Ich find's unglaublich, dass wir noch leben. Noct, da oben! Feinde! Danke. Nein, nicht schon wieder. Ist das lästig. Klappe zu, bitte nicht schon wieder. Wie viel werden da rausgekommen? Ah, scheiß auf die Magitech-Jungs. Chobi, nicht abhauen. Wir wollen zurück nach Hammerhead. Warte mal, bitte. Der gute alte Chobi geht da vorne nämlich wieder seiner Wege. Der haut immer ab. Naja, gut, ist ja ein Chocobo, ja. Also dann? Er ist natürlich auch ab und an ein wenig ängstlich. So, dann jetzt wirklich auf schnellstem Wege zurück nach Hammerhead. Und dann werden wir auch wahrscheinlich... Ja, sollte ich übernachten? Ja, wir könnten übernachten. Wie ihr seht, abends kommen die heißesten Gegner aus den Straßen von Lucis. Da war nämlich wieder ein Wolframator. Und wir sind auch schon wieder bei 33.000 Erfahrungspunkte angelangt. Aber ich sollte natürlich meine Füße, nicht... Sie tun so weh. Weichling. Noct. Ich höre Magitech-Motoren. Ja, ich auch. Zum 100. Mal in dieser Folge. Ja, was wollte ich sagen? Ich sollte natürlich nicht bei dem normalen Wohnwagen übernachten, sondern das sollte ich diesmal wirklich in Althissia machen oder am Galdinkai. Am Galdinkai kriegen wir die zweifachen Erfahrungspunkte. Also, es wird verdoppelt. Und wenn wir bei dem Hotel in Althissia bei dem rechten Rezeptionisten übernachten, dann werden die Erfahrungspunkte sogar verdreifacht. Aber diesmal werde ich mir wieder eine ganze Menge ansparen und das werde ich dann irgendwann dann mal machen, dass es sich auch wirklich lohnt diesmal. So, mal wieder ein Hammerhead und den Auftrag abgeben. Aber wir können ja unter anderem auch bei einer Lagerstätte einfach so übernachten und auf den nächsten Tag warten. Danke. Und vielleicht klappt das ja dann endlich mit Sid. Esst ihr auch ordentlich? Ja, wir geben uns Mühe. Auf jeden Fall hätten wir erstmal diesen Jagdauftrag erledigt. Hast du noch weitere Aufträge für uns? Was kann ich für euch tun? Das hier sind unsere Problemkinder. Ja, das kann ich aber nicht annehmen. Warum kann ich denn das nicht annehmen? Ernährt euch abwechslungsreich. Naja, das machen wir. Aller guten Dinge sind drei. Wir versuchen es nochmal bei Sid. Wenn ich ehrlich bin, ich habe keine große Hoffnung, dass es diesmal klappt, aber gut, man kann es ja nochmal versuchen. Prächtig. Ich zauber euch was Schönes draus. Ja, aber wann denn? Wann machst du das denn? Der will uns doch echt verarschen, ja? Naja gut, wie dem auch sei, in der nächsten Folge geht's dann weiter mit Jagdaufträgen, Nebenaufgaben und vielleicht endlich mal der Modifikation der Waffen, aber... Ich habe keine große Hoffnung, was das anbelangt. Wenn euch das Video gefallen hat, kommentiert, abonniert, bewertet, ist wie immer euch überlassen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Let's play Final Fantasy 15. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.